Wir hatten so einen Raum gelohnt, ein Magazin. Es gibt schon der größere Speicher, der Lara-Raum da, also zu Venedig en masse. Und das heute war ein Annex von Lecitelle. Lecitelle ist ein Kongresszentrum oder so irgendwie ein Ausstellungszentrum auf privater Hand, was sie dort auf der Judäa haben. Und die haben da einen Lagerraum gehabt, wo sie all mögliche Baumaterialien dran hatten, weil sie hatten da gerade frisch restauriert. Und es stunden Stellwände von Ausstellungen, die sie da gebaut hatten, dran. Und ich weiß nicht, wann. Das E-Kuddelmuddel an lauter. Und wir haben den Raum da gelohnt. Und ich habe dann an vier in der großen Halluch so einen kleinen Vierkellerchen. Und ich habe das Material alle raus und dann an dem Vierkellerchen akkurat ge gestapelt. Und Teil, die am Hintergrund Luch, also den eigentlichen Speicher, den Magazin, idle gelassen. An der Situation hatte ich also nicht nur das Baumaterial vier Laien. Mir tun auch noch zusätzlich hatte ich Pflanzen an so Düppen du besucht an die Stunde quasi auch als Baumaterial für ein quasi Gart oder so als potenziell Baumaterial für Gart Stunden die am im Lagerbereich mit dran an Teil vom Projekt war eben so, dass ich das für Platz die Reim am Fond, all Neues, während der ganzen Biennale war ich zu Platz, all Neues, die Reim abgesperrt. Und den ganzen Tag durch am Fond, den die Sito gepflegt tun in einer gewissen Hinsicht. Also schön gebotzt, gekehrt, alles picobello geguckt, dass alles ganz akkurat in der Reihe war. Ich war dann durch zu Platz den ganzen Tag beschäftigt und habe die Leute dann auch selber da empfangen. Und ja, die Leute sind da hingekommen und sie hatten natürlich große Erwartungen. Wir hatten vier und den Dieren an den Kellerchen da ran. Also der Nachgang war relativ klein. Hatten wir große Banner hängen, Biennale de Venise und so weiter, Beitrag von Lützeburg an hier und da. Also tut das gesehen wie ein anderer Ausstellungsplatz in Venedig. Also die Luchen da ja ein ganz Party auch außerhalb von Giardini. Und ich stand da vier mit einem kleinen Döschelchen und habe meinen Katalog da verdient. Und die Leute haben dann für russisch ein ganzes Kopf Material da gesehen, schön gestapelt. Und anderem haben noch, ich hatte ein paar Bauskizzen so gemacht mit Situationen in Venedig, wo dann noch einen kleinen Hinweis auf Bauen, was mit dem Material könnte geschehen. Und so haben dann die kleine Situation für zwar gesehen, die war aber nicht belegt. Sie sind dann durchmarschiert, weil sie haben am Hintergrund dann die groß ausgelegten Hallen gesehen. Und da sind sie dann gekommen und da war natürlich da glatt nichts zu gucken. Außer eben ein heller, lichter, schöner Raum. Und dann, ja, und da sind sie dann finalement, ein Bemolose, dann müssen sie drehen in anderen. Zurückmarschieren und dann hatten sie natürlich den Blick auch durch den Nachgang da auf Venedig. Das waren zu der Zeit, als die 10 Dokumente mit Katrin David auch gewesen. Und es war natürlich viel Fachpublikum da, die dann sowohl Dokumente und dann auf Venedig kommen sehen. Und das war natürlich ein avertiertes Publikum, den aus so einer Situation du noch gut dienst gehen. Und ja, da hatte ich natürlich eine ganze Gruppe gute Gespräche und so weiter. Aber Leute, Touristen oder auch für allem auch Italiener, die da traditionell die Biennale besichtigen, aber sonst vielleicht nicht viel mit Kunst zu tun. Oder eben so traditionell Kunstpublikum, die haben sich natürlich maßlos abgerechnet. Und da haben ja auch richtig Frechheit gemerkt. Ja. Also, das als Fakt. Mein nächstes Projekt für Venedig war nicht den da. Ich hatte ein Jahr für drin zu Berlin, dann habe ich gemacht, ich hatte ein Wurzfläche, ein Rasen, ein Rasenfläche oder wie denn das? Ein Wies. Ja, mit das kein, also nicht kein Genre, also kein Wies, mehr ein ganz akkurat gepflegter Wurz,
den aufgestacht war, ob so viel. Das war ein Projekt, das heißt Eukos und Eigenbau. Es war, war ein Projekt, wo man zu mehr Künstlern auf den Raum reagiert hat, am weitesten Sinn, kuratiert vom Ute Tischler demals, war die zu Berlin da ein großartiges Arbeit gelegt hat, mit so Leuten, die so ein bisschen ausgebracht sind aus dem Üblichen zu Berlin. Und das war direkt noch ein Mauerfall. Luchen da so irgendwelche Polizeibuden oder so, Bruch. Und da die Garde, den hast du gewusst, wie Chlorosen, an die Reimdichtungen eitel. Das waren so ehrsteckig Buden. Und die haben noch drauf gewartet. Etwas sich ändern sollte, dass ich noch schnell zu Berlin gehe. Und an das Gestrüpp, da tun ich einen Platz freigelegt und da dran ein ganz akkurat gepflegten Wurst mit Rollrasen und so weiter und so fort. Also auch dort Präparationen für das Projekt waren schon ein Teil vom Projekt sozusagen. Und den habe ich auch da über die ganze Ausstellung von dem Projekt auch gepflegt, gedüngt, gemäht, gemäht, gedünnt. Und dann kommen die Leute auch, und da habe ich noch interessanterweise schön gesehen, die Wurzelleitstungen ganz ehrfurchtsvoll rundherum am Kanner und drauf gespielt. Die hatten Grenzen und überschritten. Yeah. Und das Projekt, also Wurz an der Giardini anzulehnen, das war eigentlich das nächste Projekt. Und dummerweise waren sie da am Gang an der Giardini, da Wurz und so weiter, die waren da am Gang selber, da Flächen und so leben für die Schönzimmer, für die Biennale und so weiter. Und da waren wir an Diskussionen kurz da, ob das dürfte gemacht werden oder nicht. Und da hat sich auch eine ganze Zeit hingezogen und dann final haben sie gesagt, nein, an der Giardini nicht, das wäre auch nicht deutlich genug kenntlich zu machen und so weiter. Da kommen so fadenscheinige Argumente an. Als sagt, du blieb. Weil ich da geliebt habe, habe ich natürlich ganz intensiv auf Venedig da erlebt. Und das bringe ich direkt an Zusammenhang. Also Platz da, wo das passiert ist, mein Leben zu Venedig. Und Biennale, der Fluss von der Leute, den du durchgelaberst, durch die Raum, sich da durchgeguckt, ganz Reaktion. Also das ist schon so ein Gesamterlebnis. Ja.